Hypertext Markup Language, kurz HTML, ist eine Sprache, die Inhalte von Webseiten strukturiert. Entwickelt wurde HTML 1989 am CERN, dort wo sonst Kernforschung betrieben wird. Vor euch seht ihr gerade die erste Website der Welt, welche ebenfalls am CERN entwickelt wurde. HTML basiert auf SGML, der Standard Generalized Markup Language aus den 60er Jahren. Um Inhalte in Elementen zu strukturieren, verwendet man Tags. Neben Schriftzeichen können auch Multimedia-Inhalte wie Bilder oder Videos durch HTML-Tags angezeigt werden. Ein gewöhnliches HTML-Element besteht aus einem Opening- sowie Closing-Tag, welche den Inhalt umschließen. Bei diesen Inhalten kann es sich auch um weitere HTML-Elemente handeln, welche als Child-Elemente des Parent-Elements bezeichnet werden. Möchte man die Eigenschaften eines HTML-Elementes erweitern, können Attribute im Opening-Tag eingefügt werden. Einige Elemente haben nur einen Tag und sind in sich geschlossen. Diese Elemente besitzen in der Regel keinen Inhalt oder haben diesen im Attribut gespeichert. Das Besondere an HTML ist die Möglichkeit, andere Dokumente zu referenzieren, also eine Verlinkung anzulegen. Eine Sammlung aus verlinkten HTML-Dokumenten kennen wir in aller Regel als Website. Um eure eigene Website zu erstellen, müsst ihr zunächst ein HTML-Dokument anlegen. Dazu könnt ihr den Texteditor eurer Wahl öffnen, HTML-Tags in das neue Dokument einfügen und die Datei mit der Endung .html speichern. Öffnet eure neue Datei anschließend im Browser und fertig ist eure erste Website. Eine Anleitung hierzu findet ihr auch im angepinnten Kommentar sowie in der Beschreibung unterhalb des Videos. Wenn ihr eure Website visuell ansprechender gestalten wollt, schaut euch auch gerne das verlinkte Video an, welches jetzt für die nächsten 5 Sekunden eingeblendet wird.